Amira Pocher, jetzt teilt sie gegen CND Maya Wölden aus. Jetzt reicht es Amira Pocher. In ihrem Podcast sprachen Oliver Pocher und CND Maya Wölden zuletzt darüber, ob Amira den Nachnamen Pocher abgeben sollte. Ein Thema, das die Moderatorin wütend macht. In ihrem Podimo-Podcast Liebesleben schoss sie jetzt zurück. Amira Pocher, jetzt wehrt sie sich gegen Oliver Pocher. Jetzt zoffen sich Oliver Pocher, 46, und Amira Pocher, 31, offenbar über ihre Podcasts. In der letzten Folge von Die Pochers, frisch recycelt, hatte sich der Comedian im Gespräch mit Ex-Frau Cindy Meyer Wölding, 41, darüber echauffiert, dass Amira nach der Scheidung möglicherweise den Nachnamen Pocher behalten könnte, anstatt zu ihrem alten Nachnamen Ali zurückzukehren. Er sagte unter anderem, weil grundsätzlich ja alle Frauen damit kommen, ich möchte so heißen wie meine Kinder. Das ist immer so das Standardargument. Aber du heißt ja nicht so, wie unsere Kinder mit Vornamen, es ist der Nachname. Wir sind ja ganz ehrlich, der Nachname ist ja deswegen für alle so interessant, weil ja natürlich auch eine Marke ist. Seitenhieb gegen CND Maya Wölden, wer profitiert gerade von Olli? CND hingegen bemängelte, wie es sich für den neuen Partner, in dem Fall Christian Düren, 34, anfühlen würde, wenn man trotz Trennung den Nachnamen des Ex behalten würde. So oder so, Amira Pocher passt das ganze Thema überhaupt nicht. Es regt mich gerade auf. Gestern habe ich innerlich gekocht, erklärt sie Bruder Hima, 34, in ihrem Podcast Liebesleben, exklusiv bei Podimo. Denn, seit Ollis Namensenthüllung würde sie mit Nachrichten seiner Anhänger bombardiert. Leute, ich bin noch nicht mal geschieden, stellt sie klar. Außerdem würde es niemanden etwas angehen, was sie plane. Für sie würde es einen Schritt nach dem anderen gehen. Doch mittlerweile fühle sie sich bei dem Thema massiv unter Druck gesetzt, und zwar vor allem dank Oliver Pocher. Und da rede ich auch ganz bewusst von Olli, der kein anderes Thema mehr hat, außer diesem Namen, als würde ich nur davon leben. Und er weiß es doch am besten. Er weiß ganz genau, was der Plan ist. Und langsam glaube ich, das ist schon so geplant platziert. Dass er das immer wieder sagt in der Öffentlichkeit, dass wenn es dann passiert, er sagen kann: Nee, siehst du, wenn ich was sage, dann wird das auch so gemacht. Laut der 31-Jährigen würde er damit zeigen wollen, ich habe Macht. Es sei lächerlich, dass der Comedian behaupten würde, dass sie noch von diesem Namen profitiert. Weiter regt sich Amira auf, alles, was ich mache, ist falsch. Amira Pocher betont, dass sie die Letzte sei, die behaupten würde, dass Ollis Name und seine Berühmtheit nicht auch ihr geholfen hätten. Denn durch seine Megapräsenz würde auch sie heute in der Branche ihr Geld verdienen. Und einen Seitenhieb gegen CND Maya Wölden kann sich die 31-Jährige ebenfalls nicht verkneifen. Wie viele Frauen hat Olli schon gehabt? Und jetzt schau dir mal sein Umfeld an. Wer profitiert gerade von Olli? Wer? Ich? Ich mache mein Ding. Wer profitiert von ihm? Da sagt niemand was? Außerdem findet Amira, dass auch Oliver Pocher von ihr profitiert habe. Drehen wir das doch mal um. Als ich Olli kennengelernt habe, ist er durch Clubs in Deutschland getourt und das waren keine 1000 Erhallen, da waren 200, 300 Leute und ich habe die Leinwand hinter ihm gesteuert und ihm geholfen bei seiner Tour. Das waren ganz andere Zeiten. Und dann kam dieser Hype und den hatten wir gemeinsam. Viele hätten zu ihr gesagt, dass der Comedian vor allem durch sie sympathisch geworden sei und die Pochers waren ja eine Marke. Wir waren überall zusammen interessanter als einzeln. Den Podcast, den er jetzt weiterführt, der ist zusammen entstanden. Das ist alles nicht fair.
Wer macht gerade Geld damit? Er hatte noch nie in seiner Karriere so eine erfolgreiche Tour. Ich brauche diesen Namen nicht. Ich werde im Leben immer irgendwie zurechtkommen. Oha! Eine Antwort auf Amiras Wutrede dürfte nicht lange auf sich warten lassen. Die neue Folge von Die Pochers. Frisch recycelt kommt nämlich schon am kommenden Freitag, 26. Juli, heraus. Verwendete Quellen, Die Pochers. Frisch recycelt und Liebesleben, beide exklusiv bei Podimo.